Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Influencer von Haiti in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Influencer von Haiti, das Ganze am 4. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, noch gar nicht so lange her, das letzte Album von Haiti erschien auch dieses Jahr, Sui Sui. Da gab es noch eine Box und jetzt zu Influencer gibt es zwar keine Box, aber es gibt eine Vinyl. Ja, die sieht so aus. Wir haben hier eine klassische 1er Vinyl, also kein Gatefold oder irgendwas, sondern einfach eine ganz klassische, einfache Vinyl. Wir werden das Ganze mal kurz hier auf der Seite aufschlitzen. Moment. Dazu einmal das Messer hernehmen und dann hier öffnen. So, jawohl, jetzt haben wir hier das geöffnet. Dann schauen wir uns noch einmal kurz das Cover an. Hier links, beziehungsweise ja, links, ja, eher mittig. Mittig lesen wir Haiti Influencer. Dann haben wir hier so eine Person. Oh, ich denke, es ist eine Frau und es dürfte sich wohl auch um Haiti selbst handeln. Eine Gestalt aus, oh, was ist das? Blitze, Licht, Energie. Also auf jeden Fall ziemlich groß, wenn sie hier auf einem Planeten oder dergleichen wandelt. Hier sehen wir auch nochmal einen Planeten, eventuell den Mond und auch weitere Himmelskörper. Also ziemlich weltraumlastig das Artwork. Auf der Rückseite auch jede Menge Sterne. Influencer lesen wir hier oben und dann haben wir hier die Tracklist. 19 Tracks, das ist eine ordentliche Menge. Vor allem wenn man bedenkt, dass die allesamt auf eine einzelne Vinyl draufpassen, ist das umso heftiger. Aber man muss auch wissen, die Tracks sind recht kurz gehalten, deswegen geht sich das aus. So, Features sind auch mit dabei, zwei Stück. Einmal hier Track Nummer 15, Hokus Pokus mit Ego. Und dann Track Nummer 18, der ist hier mit Baby Cool. Barcode hier unten, der ist aber nicht auf der Folie, sondern der ist hier wirklich auf die Vinyl selber, also auf die Hülle. Dann schauen wir mal rein. So, hier gibt es eine weiße Papierhülle. Mehr gibt es hier nicht drin, also Album Download-Code oder sogar CD ist hier nicht mit dabei. Und in dieser weißen Papierhülle befindet sich die Vinyl und die kommt hier in einem heftigen Neongelb. Also nicht klassisch in Schwarz gehalten, sondern hier eingefärbt in Neongelb mit so einer Marble-Optik. Also wir haben hier dann noch so Schlieren in, ja was ist das, Grün, Blau. Das ist die A-Seite. Was lesen wir hier noch? Hayati Records, Made in Germany. Und das ist entsprechend die B-Seite. Also, das ist auf jeden Fall eine heftige Farbe, die man hier für diese Vinyl gewählt hat. Packen wir wieder zurück in die Papierhülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit A- und B-Seite mit insgesamt 19 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Influencer von Haiti. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haiti unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.